Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train mit dem neuen DLC, naja, was heißt neu, schon ein paar Wochen ist jetzt schon alt, die letzte Gottheit, und die fügt einen neuen Clan hinzu, den sogenannten Worm King Clan, und einen neuen abschließenden Boss, der nicht etwa einen der alten Boss ersetzt, sondern der nachrangig noch hinten dran ist. Und ja, der, muss ich sagen, hat das Ganze schön in sich. Von viermal, wie ich jetzt es zu ihm geschafft habe, habe ich bisher einmal gewonnen. Aber heute geht es darum, ich möchte euch den ersten Anti-Helden der Wurmkin vorstellen und die Strategie, mit der wir arbeiten können. Gibt natürlich auch hier wieder zwei mögliche Helden, zwei Clan-Anführer, die wir wählen können. Wir fangen aber natürlich mit dem ersten an, den ich schwer finde. Also zumindest schwerer als den zweiten. Der zweite hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, aber ich bin eher ein defensiver Spieler. Der ist das eher für die Offensive. Und ja, das Problem bei dem ist, oder bei dem Wurmking-Clan allgemein ist, dass, wie erkläre ich es? Die haben viele Fähigkeiten. Das Problem an diesen vielen Fähigkeiten ist natürlich aber, eine gerade Schiene zu fahren, zu sagen, okay, ich will jetzt das, ist sehr schwer, wenn man sowas nicht zieht, klappt es nicht. Und ihre Einheiten können sehr offensiv oder aber sehr defensiv sein. Es gibt nur wenig, was davon gemischt ist. Das führt natürlich dazu, dass wir drauf bauen müssen, was nehmen wir. Ich habe hier, wie ihr seht, als letztes Mal versucht, die Wurmlinge, oder auf Englisch Wurmkin, und die Erweckten zu kombinieren. Klappt mäßig gut. Ich habe gedacht, okay, die Erweckten, die setzen ja auf Defensive. Aber das Problem ist, ich hatte in dem Moment auch nur Defensive gezogen. Es fehlt mir also eine Offensive. So, jetzt habe ich noch darüber nachgedacht, was ich versuchen möchte. Ich brauche ja jetzt eigentlich irgendwas, weil die Wurmkin sind sehr gut im Buffen, die Wurmlinge. Und ich glaube, wir werden die schmelzenden Relikte nehmen, weil die brauchen relativ wenig Platz und die, die viel Platz brauchen, sind defensiv. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Müssen wir uns entscheiden, reformieren eine zufällige Einheit oder wir starten mit dem. Sag so, das Reformieren bringt uns ja nicht viel, wenn wir nicht mit denen starten, ne? Deswegen, wir starten mal so am besten. Und ja, wir schauen mal, dass wir da was hinkriegen. Ich hoffe, das klappt. Wir müssen allerdings auf Packtrang einspielen. Ich mache ja sonst immer 0, wenn ich hier die Videos mache. Aber nur auf mindestens Packtrang 1 kommt der optionale Boss. Gut, schauen wir mal, wie es läuft. Seine Fähigkeit habe ich jetzt noch quasi gar nicht gesagt. Das sieht man jetzt aber auch nicht. Kleinen Moment, wir müssen ja kurz schauen. Extraktion, das ist eine der neuen Fähigkeiten. Und zwar, die Wurmlinge sind so, die kriegen solche, ja, Seelen, nenne ich das mal. Und ja, eine Extraktion heißt, dass man eine Seele verliert, also auf einer der Ebenen, und ja, die dann für etwas anderes verwendet wird, hier in dem Fall für plus 10 HP. Man kann auch eine gewisse Anzahl Seelen pro Ebene haben, das kann man auch mit Effekten erhöhen, die dauerhaft bleiben. Den hier kennen wir. Verbrauch, das können wir auch, kann nur einmal gespielt werden. Die neue eine der anderen neuen Fähigkeiten ist Schnitter. Und nach dem Kampf nimmt die Einheit einen Schaden pro Seelenstapel. Und im Gegensatz zu Eis wird das nicht reduziert. Großer Nachteil aber gegenüber zu Eis. Das verrechnet sich nicht am Ende der Runde. Das steht hier leider nicht. Das fand ich nämlich sehr schade, sonst wäre es geil gewesen. Sondern immer wenn eine Ebene gewechselt wird. Sprich, diese Fähigkeit ist an sich eher sinnfrei. Vor allem beim allerletzten Boss, der quasi alle Statusveränderungen mehr oder weniger sofort entfernen kann. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Clan-Chef hier, zum Wirbelführer. Und ja, schön, der hat schon beides, was ich zeigen kann. Der ist gut darin, halt wirklich diese Seelen zu generieren. Oder, darauf will ich hinaus, verbündete Einheiten zu buffen. Das werden wir jetzt auch als erstes nehmen. Plus 5 Angriff pro Seele, die auf der Ebene ist. Bedeutet also auf der Ebene, oder wir sollten da möglichst wenig Seelenverbrauch haben. Das ist sehr schwer, weil es gibt einige Karten, die brauchen es. So, wenn wir eben ein oder mehrere hinzufügen, wir nehmen zweimal Schnitte an, brauchen wir nicht so sehr. Wenn die zweite Einheit in Zugriff erhaltet, 3 Energie, das ist schon deutlich besser. So, und ganz neu ist diese Paktsplitter, wenn man halt auf dieser Reise spielt. Man braucht 100 Paktsplitter, wenn wir zu den optionalen allerletzten Endboss wollen. Und man kann verschiedene Dinge dafür machen, um die zu kriegen. Problem ist, mit jedem Splitter werden auch die Gegner deutlich stärker, wirklich deutlich stärker. Deswegen versuchen wir nur an 100 ranzukommen. So, Schwindung, wir haben den ersten Wurf gegen einen und nö. So, Preise sind beim Händler niedriger, nehmen wir. Ihr seht, zack,
Paktsplitter, da bin ich schon auf Schwierigkeitsgrad gelb sozusagen. Sprich, die Gegner sind schon ein bisschen stärker. Das sieht man hier auch. So, drei Dorn brauchen wir nicht. Lassen wir sein. So, der zum Beispiel hier, glaube ich zumindest. Nee, ist. Doch, der hat Multischlag. Ihr seht, der hat diese lilane, naja, Aura-Zeichnung. Das bedeutet, durch diese Splitter ist er stärker geworden. Es ist jetzt ein Schütze mit 8x2 Doppelschlag. Das ist für einen Anfang extrem heftig. Der haut uns quasi alles weg. Brauchen auf der unteren Ebene erstmal gar nichts zu spielen. Was wir aber machen können. Oder machen wir es doch? Nee, wir brauchen ja Verbrauch. Genau, das hier ist wichtig. Beseelung. Bedeutet, der Ebene wird so ein Seelenzeugs hinzugefügt. Und ja, das können wir dann verbrauchen. Wir fangen tatsächlich mit ihm an. Beseelung. Ihr seht, wir haben jetzt eine. Achso, Echos heißt das nicht, Seele. Okay, gut, meinetwegen. Das heißt, wir haben Beseelung von daher. Und ja, dadurch haben wir jetzt eine bekommen. Das heißt, wir können jetzt ein was mit Verbrauch spielen. Was mache ich, damit der hier weg ist? Problem ist, wie gesagt, erst wenn die Ebene wechselt, sprich, der hier ist jetzt sowieso Opferfleisch. So, und eine Extraktion. Plus 10 AP gebe ich ihm. Ja. Und wie gesagt, da hat er jetzt 0 Schaden gekriegt, weil quasi hier 0 Beseelung war. Das finde ich, wie gesagt, immer ein bisschen bescheiden. Deswegen den setze ich jetzt mal hier hin. Nur für die Beseelung, damit der stirbt überhaupt. So. Du darfst hier stehen bleiben. Zack. Genau, wir haben nicht genug zum Extrahieren. Zwei Schnitter gehen auf dich. So, ich könnte es jetzt spielen, um den zu buffen. Habe ich eigentlich auch vor. Problem ist natürlich, der wird deswegen nicht dadurch sterben. Ja, wie gesagt, ich finde, auf den hatte ich jetzt natürlich auch gehofft, dass wir den dann irgendwann hier spielen können. Deswegen, der bleibt ganz brav hier. Oder füge der Vorderstung nicht 150 Schaden zu. Können wir eigentlich auch machen, um unseren Turm ein bisschen zu schützen. Zack. So, hier bräuchte ich mir eigentlich Beseelung. Das werden wir tatsächlich, so blöd das jetzt klingt, auf unseren eigenen spielen, damit wir einfach nur die Splitter hier haben. Das ist, wie gesagt, ganz schwer mit denen zu spielen. So, der kann hoch, das stört uns nicht, denn der kann nicht angreifen. So, jetzt haben wir das Problem, der steht da hinten. Zack, Schnitter. Eigentlich sollte der eh drauf gehen, aber ist nicht so schlimm, weil der geht sowieso vorher drauf. So, und dadurch, dass jetzt hier quasi vier der Splitter haben, macht er 4x plus 5 Angriff. Das ist für den natürlich jetzt ziemlich egal, aber er macht einiges an Schaden. Anfangs halten sich die Kombination bei denen halt sehr stark zurück, wie ihr seht. Aber ich hoffe halt, dass wir in die Richtung kommen, dass wir auch da ein bisschen kombinieren können. Weil sonst haben wir ja keine Chance. So, Einklang. Was für Einklang? Ach ja, genau. Das skaliert mit magischer Kraft. Zwei Extraktionen brauchen wir nicht. Beseelung und Verbrauch. Zwei Rüstung pro auf verbündete Einheiten an. Ja, der ist für die Offensive wieder gut. Hält aber nichts aus, ne? Müssen wir sagen, wie es ist. Da brauchen wir irgendwas Fettes zum Tanken. Wir nehmen die mal. So. Beseelung. Lass einen absteigen, wenn da ein Schwindel an. Das ist natürlich gut in Kombination mit dem Schnitterschaden. Der hier ist wieder offensiv.
Hätte gerne irgendwas, muss ich ehrlich sagen. Na gut. Ich hätte ehrlich gesagt wirklich lieber was, mit dem wir auch ein bisschen mal verteidigen können. Sprich, der rechte Pfad ist jetzt interessanter für mich. Gib mir mal eine Einheitenschöne. Ja, du kannst verteidigen. Inspiration ist immer eine Verbrauchskarte gespielt wird. Der ist jetzt zwar nicht so der Mega-Verteidiger, aber naja, es ist ein Anfang. So, verbessere Einheit mit Flink. Ein Ausbrennen, ein Multischlag. Du bist mit Flink immer noch am besten für uns. Und du brauchst natürlich noch ein bisschen Angriff. Zack. Einheit mit plus 25. Du, denn du wirst quasi Tank. So, und jetzt haben wir hier noch was. Ah ne, das ist nur für Gold. Okay, das will ich jetzt nicht, Gold. Ich nehme die Dinger lieber. Man kann nämlich dann noch Einheiten auch verbessern. So, nicht Boss erhalten, erhalten plus 4 Angriff. Danke, ich verzichte gedankend. So. Dich will ich weg haben, deswegen direkt das drauf. Dann stirbt der nächsten Zug. So, das Gemeine ist, wir haben auch momentan nur 5 Plätze. Das bedeutet also, zwangweise gehen unsere Einheiten hier erst einmal drauf. Ja, den lasse ich jetzt tatsächlich noch hier, weil der hat für mich jetzt keinen Sinn, den irgendwo zu spielen. So, den würde ich gern tot sehen. Und der hier ist schnell, er stirbt zwar jetzt sofort, aber der rockt den weg und dann den anderen. Der bringt mir nichts. Ich muss auch den spielen, sonst kriege ich den Kleinen da hinten nicht. So, hier lasse ich auch die Einheiten erstmal noch da. Die obere Ebene jetzt zu verteidigen bringt erstmal nicht viel. Einzige, was natürlich spannend wäre, wäre Beseelung. Für den hier wäre das toll, oder für die Einheiten hier wäre es toll mit der Rüstung. Hat aber auch aktuell keinen Sinn. Was wir allerdings machen könnten, die überleben ja, den hierher spielen. Ach, Moment, der braucht gar nicht Verbrauch, der hat Inspiration, Entschuldigung. Das heißt Schnitzen, Schnitzen ist die Fähigkeit, wo man Verbrauchskran spielen muss. Okay, der ist natürlich noch geiler, immer wenn wir einen der Echos dazu kriegen, macht er den Effekt. Ja, okay, das ist natürlich noch besser. So. Wir haben jetzt zwar Haufen Mana, wie gesagt, es nützt nichts, das jetzt sinnlos rauszupulvern. Die Oberebene zu verteidigen, haben wir nichts von aktuell. Und wir brauchen unbedingt noch Karten, mit denen wir, wie heißt das, neue Einheiten raushauen können, genau. So. Passt mal auf, wir machen das auf den. Dann stirbt er einerseits, zweitens werden die noch ein bisschen inspiriert hier. Verbrauch lohnt sich hier auch noch nicht. Das können wir natürlich verwenden. Ja, beenden wir erstmal. Er merkt, es ist wirklich ein sehr starkes Nachdenken, was man hier wie macht. So, nur damit der am Ende schon mal weg ist. Klingt jetzt blöd, aber wir machen ein paar Tanks. So, und hier ist egal, wie viele Splitter wir haben. Hier geht es nur darum, dass man Splitter erhält. Diese Strategie finde ich viel schöner, als dauernd Splitter zu haben. So. Deswegen haben wir den jetzt ein bisschen gebufft, dass der dann durchhält. Weil, wie gesagt, er hier ist zwar toll offensiv, aber wir haben momentan nichts, was wir sinnvoll defensiv davor knallen können. Weil wir kämpfen hier mit absurdem Platzmangel. So, schade ist natürlich jetzt, ich kann das nur so spielen, weil ich halt keine Splitter habe. Die können wir raushauen. Macht das Sinn? Ich überlege gerade, macht das Sinn? Das ist der Verbrauchsstabel. Kleinen Moment, was haben wir noch im Ziehstabel? Ziehstabel haben wir noch die Einheiten. Ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich also, dass wir bloß mit einer Größe von 1 ziehen.
heißt, euch können wir noch davor packen. Was dazu führt, dass wir den noch buffen können. So. Ja, wie gesagt, die Strategie, die ich jetzt versuche, hier mit diesen zu kombinieren, ist, dass wir viele kleine Einheiten haben. Und die dann halt wirklich zu buffen. Nur das Problem ist, ihr seht, diejenigen, die hier gut buffen können, die sind auch riesengroß. Die brauchen unglaublich Platz. So, Beseelung, 3 Extraktionen, nein, danke. Wenn eine Beseelung auf Karten auf der Hand an, das ist sehr schön. Das will ich. Wenn du 2 Tonner verbündet an, dann doch lieber das. Wir brauchen halt noch irgendwas mit Wiederbeleben. Oh, unser Zug. Wähle ein göttliches Artefakt aus. Klingt doch nett. Dein Höllenglut kommt mit 30 Rüstungsspielen. Dieses Artefakt wird nach einem Kampf entfernt. Klingt schon mal scheiße. Also egal, was wir nehmen, das ist erstmal Quatsch. Dann nehmen wir auch am nächsten das. Vielleicht wäre sowas Gold besser gewesen. Na egal. So, links gibt es eine Einheit und wir können Einheiten verbessern. Eine Echo-Höhle. Ja, rechts meine ich. Links gibt es Zauber, eine Einheit. Rechts kann man Einheiten verbessern. Haben wir Einheiten, die verbessern wollen? Ja, ein paar schon. Brauchen wir noch eine Einheit? Schwierig. Gehen wir jetzt mal erstmal wirklich hier hin. So, wir nehmen es mit, aber wir haben davon nichts. Schauen wir mal, was wir in der Höhle finden. Füge 10 Schaden zu, besiegen, füge dein Ablage eine bleibende Kopie dieser Karte hinzu. Ein Multischlag. Erlöschen. Füge deinem Ablagestab eine Kopie dieser Karte hinzu. Das Problem ist, man hat irgendwann dann nur noch die Viecher hier, ne? Ist natürlich geil mit Buff. Füge. Wird aussehen. Ich überlege gerade, die werden immer mehr, oder? Das heißt, wir haben dann irgendwann ein Deck, wo nur noch die drin sind. Für 0 Mana sind die schlecht, die halten auch nichts aus. Das wäre jetzt nur gut, wenn wir eine richtig, richtig fette Verteidigung haben. Nee, das ist zu kritisch. Das klingt jetzt erstmal geil, weil wie gesagt, die sind eigentlich gar nicht schlecht mit Buffs, aber die machen uns den ganzen Zug kaputt. So, verbessere Einheit mit +5/+5 und ausbrennen. Das ist just for you. Verbessere mit +25, da haben wir doch einen Tank. Könnte natürlich auch dem das hier geben. Er wird allerdings noch fetter. Wir wollen keine fetten Einheiten. Deswegen, du kriegst bloß das. So, und hier ist das, was ich gesagt habe, dass man einen Zauber verbessern kann. Oder aber Einheiten opfern, um andere zu verbessern. Das haben wir jetzt vor. Und ich wollte mal sehen, was der bringt. Der verleiht 2 Ausbrennen, wenn wir den opfern. Hat der denn einen Ausbrennen? Und was machst du? Okay. Also können jetzt den opfern, den wir ja quasi eh nicht brauchen. Um, wo ist man der Kollege, den Kollegen nochmal zu stärken? Oder was würdest du machen? Viel davon? Naja, das bringt nichts. Oder den nochmal opfern, damit der hier dann länger am Leben bleibt. Aber ihr seid, denke ich, auch der Meinung, den hier brauchen wir eh nicht. Der hat nur einen Ausbrennen, also Quatsch. Den opfern wir. Und machen den ein bisschen stabiler. Ach ja, die. Ich mag sie ja von der Zeichnung her. Die sieht ja toll aus, aber die ist halt auch stark. Talos, die Architektin. Gut. Ich unterstelle mal, dass wir jetzt nicht auf der ersten Ebene beginnen sollten.
So, die kommen hoch. Der Witz ist, eigentlich brauchst du ja die Verteidigung. Weil eigentlich auch die ganze Offensive schon automatisch platt ist. Der bleibt eh nicht lange stehen. Deswegen machen wir das nur so. Zack. Aber wie ihr seht, der hier ist wieder gestärkt worden mit Doppelschlag, also Multischlag. So. Alle Karten auf der Hand kriegen wir Seelung. Yay. So, 13 Splitter sind auf dem Boss natürlich immer cool. So, hier geht alles kaputt. Warum? Der macht kaputt. Der macht ihm Schaden. Wieso sterben alle? Ja, da kann ich trampeln oder so. Okay, das möchte ich mir mal gerne anschauen, warum das so ist. So, auf die untere Ebene spielen wir nichts. Noch nicht zumindest. Weil der hier wäre quasi sofort tot. Und dann kriegst du aber auch hier noch ein bisschen Schnitter drauf, wenigstens. Ach! Diese explodierende Kerze. Stimmt. Da war ja etwas. Und jetzt können wir überlegen. Stellen wir den als Tank davor? Würde ich erstmal vorschlagen. Zack. Dass wir den ein bisschen aufbauen können. Und du sammelst schön weiter Schaden, ja? Danke. Alter, das ist natürlich jetzt nicht, worauf ich Lust habe. So, wenn eine Einheit stirbt, hauen die ja alle weg. Das heißt, wir können das ja machen. Genau, das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. So, ein Ausbrennen, ein Multischlag flinkt, sprich, du stirbst eh am Ende des Zuges. Du wärst hier oben natürlich richtig geil. Also nicht jetzt, aber insgesamt. Das Problem ist, wir brauchen halt wirklich Sachen, wo uns Einheiten wiederholen können momentan. Das steht uns gerade echt im Weg, dass wir das nicht haben. Ich lasse den vorne, weil, wie gesagt, er geht ja sowieso als erstes mit drauf. Den spiele ich noch nicht, weil für das bisschen Schaden will ich den jetzt nicht opfern. Wieder Eiler, okay. Das unterbinden wir aber, dass du sofort hochrutschst, zack. So, du hältst beide Schläge aus, das ist sehr schön. Was machst du in den Kills? Auf die angegriffene Einheit, okay, damit kann ich umgehen. Du bleibst am Leben, aber das kann ich hiermit auch nicht verhindern, oder? Wenn ich das mache, muss ich groß nachdenken, kriegt er 5 Angriff dazu, das heißt minus 30. Doch, durch den Schnitter dann passt. Was ich jetzt noch nicht machen darf, ist nochmal Extraktion spielen, obwohl es verleitet. So. Reichweite, sprich aller nicht absorbierter Schaden geht durch. Will ich jetzt auch nicht auf den spielen, muss ich ehrlich sagen. So, ich muss ziehen. Du kommst dahinter. Krieg mir nämlich ein bisschen Seelung dazu. Das war jetzt eigentlich so mein Hauptanliegen. Damit wir dann das vielleicht spielen können, allerdings ist bis dahin der Zug vorbei. Na gut.
geht nicht. Ach, ich habe nur gedacht, nicht verbrauchte Schaden. Nee, okay, es geht auf alle. Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Okay. Jo. Ironischerweise wäre das tatsächlich das Beste dann. So, gut, dann hauen wir hier raus, was wir raushauen können. Geben ihr noch ein bisschen Rüstung. Aber wir sehen ja, dass sie eh jetzt weg ist. Aber wie gesagt, wir brauchen noch ganz, ganz dringend was, dass wir die Einheiten wiederholen können vom Friedhof. Nein. Beseelung. 5 Verletzungen verwürfelt, die Buffs und die Rüstung einer Einheit. Was haben wir außer Rüstung für Buffs? Mal überlegen. Eigentlich nichts, ne? Für 5 Extraktionen. Also, das ist eine geile Karte, nicht falsch verstehen, aber wir haben noch nicht so, dass das jetzt bringt. Zerstöre verbündete Einheiten. Reformiere zufällige Einheiten auf dieser Ebene, bis ihre überschritten ist. Ja, okay, das ist gut. Ist sehr gefährlich, aber gut. Wenn du plus 1 musst, auf verbündete Einheiten an. Ja, das ist nice. So, der ist in Kombination mit unserem Rüstungsbringer ganz cool. Weil die Sumpffliegen halt relativ schwach sind. Aber damit gut werden. Okay, wir nehmen mal das Ei. Auf jeder Ebene plus ein Platz. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen direkt nach rechts, weil es ein Artefakt gibt. Wir können noch schauen. Gold, eine Karte kopieren. Das kostet mittlerweile oder auch Paktsplitter. Aber Artefakt ist immer besser. Sie zumindest des Kampfes bis 10 Karten aufhören lassen oder Schwindel auf Gegenstände, wenn sie den Höllenblutraum betreten. Aber die hat dafür minus 5 Angriff. Ich glaube, das ist erstmal besser. So, wie verbessern wir unseren Helden? Verbinde einen Helden plus 10 pro Dings. Jo. 3 Ausbrennen, Rache, wende einen Ausbrennen auf Verbündete Ausbrennen. Besiegen halt 20. Ja, wir brauchen Tanks. Na, also. Die. Ich mag die nicht so besonders, aber gut. Wenn du einen Zauber spielst, werden die Kosten von Zauberkarten auf deiner Hand. Mhm. Einheiten haben einen zusätzlichen Verbesserungsplatz. Das ist ganz nett jetzt noch. Wenn du in einem Zug deine dritte Karte spielst, ziehe eine Karte. Ja, das war noch nicht das Problem. Das hier ist allerdings das Beste. Hm? Ja, ich möchte den Vortex nicht nutzen. Gegner auf jeder Ebene. Das sind meist kleine. Ich drücke mal die Daumen, dass das was wird. Wir können das Gold gebrauchen. Das ist immer noch so das, was man mitnehmen kann. Gut, das sind die, die auch stärker werden, wenn einer stirbt. So, du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Kriegst noch den dazu. Und du kriegst den als Tank. Du stirbst eh bald. So. Warum hat das Ei das nicht bekommen? Oh, das geht nur auf ihn. Okay, sprich, der ist also ein reiner Tanky-Tank. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre einer von denen, die gebufft werden. Oder die anderen buffen. Schade natürlich, dass es nicht so ist. Das hätten wir gut gebraucht. So, jetzt muss ich überlegen, wenn ich das mache. Ja. Passt. Das ist mir ein bisschen zu viel Schaden am Anfang. Das dürft ihr hier mitspielen. So, egal was ich hier spiele, es würde eh sterben. Von daher, das hat aktuell keinen Sinn. Und das unten lassen wir frei für den einen Zauber. Ach stimmt, durch die Eier werden ja auch diese Schnittdinger verbraucht. Die, die ist immer, sehen sie jetzt noch richtig Echos, die Echos verbraucht.
Es ist nicht ganz so leicht. So, wir sehen erstmal alles. Ja, ein Zauberschild, okay. Ich habe nichts, um direkt Schaden zu machen. Die Frage, wen gönne ich denn den Schaden am ehesten? Du fängst nur 4 ab hier unten, von daher bringt das nicht viel. Hier fängst du am meisten ab. Wende 2 Schnitte an. Das würde bedeuten, er würde 2×2 sind 4 Schaden kriegen. Gut, du kriegst den hier ab. Damit wenigstens unser Herz geschützt bleibt. So, Beseelung und Extraktion. Gut. Er merkt, es wird schon schwer. Zerstöre, reformiere zufällig Einheiten. Bis es überschritten ist. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre nicht so. Würde wäre quasi mehr oder weniger ungenutzt, der Zauber. Wir sollen uns mit denen noch Zeit lassen. Du kriegst noch den hier. Und zum Schutz den. Du kriegst auch noch einen Schutz hier drauf. Beseelung, Verbrauch. Hm. Haben wir jetzt nichts von. Ah, es läuft nicht so gut. Okay, nachdenken. Das will ich so spielen. Der überlebt aber eh, weil das Ei alles verbraucht. Da ist kein Platz für. Der überlebt nur einen Zug und ist Feuer dran. Sprich, du kannst den Schaden abfangen. Das ist kein Ding. So, du killst den, alles gut und nett. Aber für die Inspiration lohnt es sich trotzdem noch, das zu nutzen. Dann schlüpft wenigstens das Ei. Genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt bräuchten wir den Zauber und wir haben ihn. Zack. Naja, 284 Schaden, ne? Das ist schon ganz okay. So, dich hatte ich gehofft auch jetzt zu ziehen, damit du hier ein bisschen verteidigen kannst. Du darfst noch hierher kommen. Geht das trotzdem? Ja. Okay, die Inspiration für Feuer, ich wusste es nicht. So, dich brauchen wir nicht. Stirb. Gut. Also ihr seht, die sind jetzt geschlüpft, die haben aber nichts, weil die für jeden Stein eins dazu brauchen. Sprich, das Ei kommt dann besser hierhin. Das ist so blöd, man kriegt die nur, wenn man sie verbraucht. Das ist suboptimal. So vom Platz her. Du bist nicht ganz so wichtig wie die. Ich vertraue jetzt drauf, Leute, dass das hier oben klappt, ne? So, Beseelung und Extraktion zusammen, das ist okay. So, und triefst das dazu jetzt.
Moment, jetzt haben die trotzdem Rüstung bekommen? Ach ja, klar, das war der Zauber. Stimmt. Ja, super. Das geht doch, aber trotzdem noch nicht ganz ausgereift. Brauchen viel, viel mehr. Was kommt? 3 Extraktionen brauchen wir nicht. Wir brauchen halt 1 pro... Brauchen wir auch nicht. Beseelung. Für 15 Schaden für jeden Zauber verbraucht dazu. Es hat Beseelung. Auch wenn 2 kostet, nehmen wir. Rauchverbohr, Beseelung. Wenn 2 Tarnung an. Erlöschen rufe 2 Herzwachseinheiten. Das ist besser. Reformiere 2 zufällige Einheiten. 2 zufällige. Das bringt mir aber auch nicht viel, wenn da andere sterben. Nehme dich. So, auf der linken Fall haben wir ein bisschen Gold, können Einheiten verbessern und einen Vortex. Rechts haben wir das Geilste, was wir wollen, halt ein Artefakt. Von daher nehmen wir rechts, auch wenn wir den anderen Rest nicht ganz brauchen. Oh, plus 40 AP, ist wenigstens besser als nichts. So, tatsächlich Splitter und Zauber zu verbessern und Einheiten zu kombinieren, okay, machen wir mal. So, haben wir denn hier schon einen, der gut gebastelt ist? Geht eigentlich darum, wir opfern können, die zu verbessern, wäre auch nicht schlecht. Was passiert denn? Kleiner Moment. Erlöschen ist es, wenn er stirbt, ne? Das wäre doch auch das Eigei, weil das zählt ja höchstwahrscheinlich als Sterben. Das testen wir jetzt einfach mal. Hatte ich noch nie, finde ich spannend die Idee. So, jetzt schauen wir mal, können wir die vielleicht sogar noch kopieren? Wie viel Splitter kostet das? Erzeugen wir, die kein Champion ist? Okay, wir testen das jetzt einfach mal. Ich möchte das unglaublich gerne wissen. Problem ist halt, wir kriegen nicht genug. Wie heißt es, die Splitter? Moment, hier steht es: Echos. Ich komme einfach mit dem Begriff nicht klar. So, Beseelung, Verbrauch. So. Ja, das geht leider nur auf dich. Zack. Er hat E-Tarnung. Boah, 15 und 22, das ist schon wieder krass. So, Beseelung, wenn du 2 Schnitte ein, wären jetzt ein los. Okay. So, der kriegt jetzt eh keinen Schaden. So, hier kommt das zweite Ei. Wenn wir jetzt natürlich noch hier Beseelung hinkriegen würden, wäre ganz vorzüglichst. Das natürlich tun wir auch einen Tank hier lieber vorstellen. Aber wir verlassen uns einfach drauf, dass der schnell ist. Der geht eh kaputt und wir können den später reformieren, genau. So, du brauchst Tank. So, den anderen Harzwachser. Eigentlich können wir den hier opfern, ne? Zack. Damit das Vieh noch stirbt. Warum reicht das nicht? 2 mal 2 macht doch 4. Okay, bin jetzt mal gespannt, was passiert. Macht das doch nur einen Schaden? Okay, gut. Auch schon wieder so ein Dicker. Na gut. Hier kriegst du einen Tank. Einen guten Tank. So, die kriegt Schaden. Das heißt, die ist ganz praktisch hier. Beseelung 2 ausbrennen. Du bist ja hauptsächlich Tank. Das heißt, ihr kommt dahinter. So, füge jetzt 15 Schaden für jeden Zauber im Verbrauchstab zu. Perfekt, das ist ein 0. Aber es hat Beseelung. Von daher
So, da das auch Beseelung hat. Kommt erstmal hier. Den Rest warten wir ab. Ah, wie gesagt, bei denen habe ich noch keine gute Strategie. Ja, endlich. Zack. Das wollten wir doch die ganze Zeit. Ja, der kommt bis oben durch, damit wir uns anfreunden. Wende 13 Schnitte an, bringt bei dem nicht viel. Der Witz ist, macht aber Beseelung. Und die brauchen wir hier. Von daher kriegt das trotzdem. Bin ein bisschen Magenknurren, muss ich gestehen. Überleg noch gerade, das haben wir einen Ziehstapel. Da kommt noch einer von denen. Wir überlassen ja unten frei, von daher passt schon. Aber sie dürfen dann trotzdem nicht nochmal angreifen. Das ist natürlich schade. Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt, muss ich gestehen. Ja gut, dann klappt die Strategie leider gar nicht. Das war jetzt quasi nur großer Quatsch. Ich hätte gedacht, die können dann trotzdem nochmal angreifen. Ja gut, dann kriegst du das hier. Du schützt den einfach nochmal ein bisschen. Da zwei Schnitter. Hier das hin. Das wird natürlich jetzt wahrscheinlich auch sehr leer werden. Ja, dann löschen jetzt auch. Hätte ihr löschen jetzt wiederum nicht? Steigt noch nicht so ganz dahinter, was hier passiert, wenn ich ehrlich bin. Okay. Es geht wieder nur auf ein. Gut, du kriegst erstmal den Schutz. Du kriegst auch ein bisschen Schutz. Ich glaube, der wird ins. Oder die werden jetzt noch nerviger sein. Gut. Naja, jetzt können die ein bisschen. Haben die keine Eile? Na gut. Egal. Bei der Karte ist ja sowieso Zufall, was rauskommt. Okay, ich bin jetzt massiv auf den Sack, wie man so schön sagt. So, der macht eh vielleicht einen Angriff, oder? Wo war es? Reichweite. Sprich, der ist eh so gut wie tot. Zack. Einziger, der wirklich länger steht, ist der. So, ein bisschen Inspiration. Aber bringt wie gesagt auch nicht viel. Ja, wenn man sich verkalkuliert, ist es bei dem Spiel in der Regel vorbei. Sieht man jetzt auch ganz gut. Ich könnte natürlich jetzt alle Verbündeten zerstören und dann irgendwelche Verbrauchten, aber. Das
sind in der Regel dann ja, es wird nicht viel rumkommen bei, ne? Die Frage ist, er bringt aber auch nicht viel, ne? Bei der stirbt sowieso quasi, ist nur er. Ironischerweise ist es höchstwahrscheinlich sogar das Beste, das zu machen. Gut, nur die Reihenfolge von denen, wie sie gekommen sind, ist nicht so toll. So, das Ei wird schlüpfen, wenn es den Angriff standhält. Das heißt, es braucht noch ein paar HP. So, das müsste jetzt dann wenigstens überleben, dass der es nicht killt. Achso, wir haben verbraucht. Ach, schade. Dann reicht's nicht. Na gut. Ja, damit ist es wohl leider vorbei. Ja, locker vorbei. Schade. Ja, wie gesagt, den ersten davon ist sowieso nicht so mein Playstyle. Soll nicht ganz laufen. Ich habe mich für ein paar Dinge verkalkuliert, gehofft, dass die anders klappen. War nicht so schön, aber gut. Muss auch mal sein. Jetzt mit der zweiten Strategie, die ich euch zeige, die gefällt mir besonders. Und das sehen wir dann gleich im nächsten Video. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und habt mal gesehen, wie die Wurmkin funktionieren. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss sich hier auf eine Strategie festlegen und hoffen, dass dann die passenden Karten kommen, die man kombinieren kann. Und gerade bei dem Wurmkin-Clan ist es halt ein bisschen schwer, weil sie halt so viele Varianten haben. Und gerade bei dem jetzt hier, dass er möglichst viele Seelen oder wie heißt es richtig, Echos haben möchte, ist ein bisschen schwer. Aber okay. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Wie gesagt, ich hoffe, es war interessant für euch. Und dort, denke ich, werden wir es bis zum letzten Boss schaffen. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir den da sogar hin. Deswegen, ich verabschiede mich und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!